komisch. Er hat echt so viel, damit einmal läuft gar nichts mehr. Hol mal Fleisch von hier irgendwo. Das wird schon irgendwie laufen. Ich brauche noch mehr Brunnen hier. Vielleicht kaufe ich noch ein paar Steine. Das dauert mir zu lange. Geht auch überhaupt nicht vorwärts. Kommt gleich wieder der Midnight Meat Train. Und unser Geld schwindet nur so dahin. Aber ist auch kein Wunder, wir haben jetzt sehr viel gebaut. Also wir bauen sehr viel, sagen wir mal eher so. Zwei Träger für dich. Hoffen wir, dass der Rest hier bald gebaut ist. Vor allem, dass der Fleischer bald mal gebaut wird. Schmeiß mal wieder raus. Ich will auf jeden Fall immer Schweine und Rinder haben. Ihr habt noch nicht mal was geschlachtet und der hängt schon Fleisch, gammelt schon Fleisch vor sich hin und liegt Blut. Das muss doch echt stinken. So, weiter geht's. Yay! Das ist echt teuer, dass ich mit Geld sich zu erkaufen ist teuer. Weizen läuft eigentlich ganz gut. Kann sein, dass ich später noch mehr brauche. Jetzt weiß ich plötzlich Kartoffeln. Und unverarbeitet. Kann sein, dass das Ding lernt, was man ihm geben kann und was nicht. Und es gibt dann halt irgendwas, wenn man zu oft irgendeinen Auftrag erfüllt, kriegst du halt plötzlich welche, die du nicht hast. Ja, das wächst schon noch. Reicht eigentlich einer. Oh, kriegst auch zwei. Die legen gar nicht so viel, kriegen gar nicht so viel, weil ich vermute mal, die rennen ja hin, holen das und nehmen wir gleich wieder was mit, so würde ich zumindest machen. Damit du maximal effizient arbeitest. Gut, jetzt geht's endlich mit Kleidung los. Bestimmt Spaß, den ganzen Tag zu kurbeln in der brüllenden Hitze. Andererseits hast du auch jederzeit Wasser, also das hat auch so seine Vorteile. Ich brauche mehr Leute, wie mir scheint. Ich glaube, ich habe keine freien Träger mehr.
Das wollte ich nicht. So. Baut mal die zuerst. Wir brauchen neue Leute. Was wollt ihr denn jetzt? Das kann ich liefern. Hier bitte. Was die alles an Baumstämmen wollen. Wie gesagt, wenn es die Hauptstadt wäre, könnte ich hier viel besser drin arbeiten. Ich fange jetzt gerade erstmal an, Rinder zu kriegen und Schweine. Ja, wir haben einfach keine Leute. Ich habe keine freien Träger mehr. Deshalb baut mal die Häuser. Baut schneller! Schneller, habe ich gesagt. Los, meine Sklaven. Ja, ich weiß schon. Ist mir schon aufgefallen. Danke, Sherlock. Ah ja, sobald es auf die... Oder ist das vielleicht abhängig von der Jahreszeit? Was die wollen? Sind jetzt auch noch fertig bauen können. Allerdings brauchen wir echt die Hilfsarbeiter. Würdet ihr das bitte fertig bauen? Man merkt, es läuft nichts mehr so richtig hier. Was ist denn euer fucking Problem? Oh Mist, ja, ich verkaufe zu viel, wie mir scheint. Eine Stadt, die zwei Wassermühlen hat, darf es keine Wasserengpässe geben. Hoffen wir, dass wir jetzt langsam alles schmieren können, dass wir... Okay, das mit den Pferden kann ich vielleicht sogar annehmen gerade. Jetzt kommen ja Pferde dazu. $80. Kann man die nicht auch wegschicken? Das wäre auch schön. Versuchen wir es mal. Okay, wir haben gerade gar keine. Das Gute ist allerdings jetzt, wenn jetzt Leute einziehen, dann kriege ich auch mehr, die hier arbeiten können, hoffe ich mal. Schmieren wir doch erstmal die Ureinwohner noch ein bisschen. Ich bin der bekannteste Schmierenkomödiant. Ich werde beim Zoll jeden Zoll schmieren. Wir sind Freunde. Wenn ich nichts mehr zu sagen habe, verschwindet. Kann ich jetzt noch mehr spenden eigentlich? Also ich bin jetzt ziemlich am Rand. Ich will jetzt mal wissen, wenn ich da noch mehr reinpacke. Schmiere, bis die Flanken bersten. Schmier vom letzten bis zum ersten. Ja, der hätte einfach nur wahrscheinlich... Ach, egal.
Das kriegen wir wahrscheinlich hin. Bei den Rindern bin ich mir unsicher. Als wären sie Brote. Ja, zieht mal schön ein. Umso besser läuft es hier. Außerdem kommt da endlich mal Geld rein wieder. Wir haben ja echt viel verloren, weil ich jetzt auch sehr viel auf diese Industrie hier gehen möchte. Ja, jetzt darf ich auch. Ah, hier könnte ich eine Strafe kriegen. Das mit den Rindern will nicht so, weil die Produktion noch nicht so ganz im Laufen ist. Aber wenn die alle eingezogen sind, dann passt das schon. So, letzter Versuch, ob es noch höher geht. Nee. Es geht einfach nicht höher. Oh, das ging jetzt aber sehr mit guten Schritten vorwärts. Hat das damit zu tun, dass wir hier Freunde sind, dass es jetzt schneller geht? Oder weil wir schon mal Freunde waren? Oder weil wir nicht ständig mit ihnen Krieg haben? Das könnte auch sein. Ah, mannigfaltige Faktoren. Ich kriege einfach keine Rinder ran. Wie läuft's hier? Der Mais wird auf jeden Fall mehr. Der Weizen läuft. Wein noch im Brunnen ohne Träger. Okay, die haben auf jeden Fall Arbeit endlich. Hier fängt es auch an zu laufen. Hier drehen wir mal. Würde ich gerne noch mehr Häuser bauen. Die sind jetzt gerade nicht ganz so wichtig, aber auf lange Sicht brauche ich die halt doch. Ich finde es schön, dass dieser Bahnhof endlich mal eine richtige Bewandtnis hat im Spiel. Und gerade so lohnt es sich halt echt, wenn man die erste Stadt in der Nähe vom Bahnhof und vom Wasser baut. Dann hast du jetzt eigentlich alle Rohstoffe, die du brauchst, aber aus irgendeinem Grund gibt es jetzt einen Bug mit. Ja, ihr wisst schon, diesen komischen Bug. Und Bunny. Okay, das kriegt man hin, die 1000. Weizen. Könnte kritisch werden. Ja, ich habe nicht nur 57. Warum geht das bei denen so schnell? Ich muss mal echt gucken, ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, dass wir mit denen hier Frieden haben. Könnte schon, es könnte echt sein. Ah ja, das war schon öfter ein Problem. In Silver Ridge. Ich verkaufe erstmal noch ein paar Bretter. Und kaufe Alkohol. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile noch Kohle übrig? Wird weniger auf jeden Fall. Kohle, Kohle, Kohle. Da. Warten wir mal ab, dass ich auch möglich alles kaufen kann dann. Ich guck mal, dass ich hier was ab... Dass ich nicht zu arg ins Minus rutsche, wenn jetzt hier ein Händler kommt.
Sparen wir erstmal ein bisschen Geld. Das sind 4000, das kann ich auf jeden Fall bezahlen. Nochmal 4000, dann müsste ich ungefähr bei maximalen Minus wieder sein. Wenn man die Bretter nicht bedenkt. Das heißt, noch ein, zweimal sammeln und ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, dass es passt. Habe ich hier eigentlich noch Waffen? Nö. Aber ich müsste echt mal noch Zeug verkaufen. Räumt das ruhig mal leer. So, komme ich jetzt endlich hin mit den Rindern? Wird nicht besser. Oh. Moment. Keine Ahnung. Naja, 60 Dollar tut nicht sehr weh. Ja, muss echt aufpassen, was ich hier verkaufe. Die Baumeister kommen nicht hinterher. Aber die produzieren auf jeden Fall. Könnt ihr das jetzt endlich mal fertig bauen? Herr und Frau Baumeister? Ach, egal. Ja, okay, krieg mal hin. Geht jetzt noch schneller? Nee, aber es ist deutlich einfacher, wenn die... Es ist halt leider noch ein bisschen verbuggt, dass man halt vorher schon mit denen machen kann. Aber wenn wir jetzt beide mit dem friedlich sind und die Beziehung sich von sich aus auch nicht verschlechtern, dann muss ich jetzt bloß noch mit den anderen ein bisschen auf Frieden kommen und dann passt das alles. 45 Weizen habe ich auf jeden Fall. Mais könnte ich verkaufen, es ist ja Sommer, oder? Die habe ich sogar schon. Oh, guck mal, das habe ich. Habe ich. Wenn ich jetzt haufenweise Rinder hätte, könnte ich das auch machen. Wird alles. Kriegen wir alles hin. Ich werde richtig viele Rinder haben, die wir dann einfach verkaufen können. So, Schweine werden wieder mehr. Mal sehen, was passiert denn, wenn ich jetzt anfange, euch Geld zu geben? Genau das gleiche. Bin mal gespannt, was die sagen, wenn ich die auf grün habe. Weil bisher erschien mir das als eindeutige Geldverschwendung, aber jetzt lohnt es sich ja doch, mit dem Frieden zu schließen. Dann kann ich ja machen, was ich will da.
wollen nur noch Rinder. Das hier kann ich hier liefern. Ja, das wird auch bald. Der Fleischer muss noch richtig effizient anfangen zu arbeiten. Ja, mach du nur. Woran arbeiten wir eigentlich gerade? Ich sollte doch in der richtigen Stadt schauen. Ich weiß nicht, woran die Baumeister gerade arbeiten. Ernsthaft, woran bauen die gerade? Ach, da ist noch eine Schaffarm. Oder haben die sich fettgebacken, ja? Immer diese fettgebackten. Okay, der baut. Die bauen tatsächlich an der Rinderfarm, das ist gut. Verkaufen wir das hier. Davon noch viel zu viel. Habe ich gerade die Musik doppelt gehört? Das klang so. Ja, mit Fleisch scheint es jetzt aufwärts zu gehen, endlich. So, jetzt baue diesen Drecksbrunnen. Ehrlich gesagt, ich hätte auch gerne einen Brunnen bei mir auf dem Grundstück, aber ich habe mal geschaut, was das kostet und 2000 Euro? Könnte ein bisschen teuer sein. Also man kann so mit 2000 Euro rechnen für einen Brunnen. Und das Ding halt 10 Meter tief selber zu graben, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Jetzt müsste ich langsam Schweine und Rinder dazu bekommen. Ich mache dann vielleicht noch einen, der hier rübergehen darf. Wir brauchen nämlich echt mehr Fleisch. Sag ich doch. Ich mache so viel Geld mit dem Ding hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es genau so läuft. Zurück zu der Diplomatie. Wenn das alles verschwindet, ja? Was bringt das? Was bringt mir das? Was bringt mir das? So, Rinder und Schweine werden mehr, das ist super. Wir brauchen mehr Fleisch, okay, das Ding ist fertig. Schöne Sache. Haben wir jetzt irgendwas davon gewonnen? Außer, dass wahrscheinlich werden sie... Also hier greifen sie einen direkt an. Hier sind sie einfach nur sauer, wenn du über Grundstück läufst. Ich denke mal, jetzt kann ich machen, was ich will bei denen. Das ist vermutlich das Einzige, was es ist. Ich finde das viel besser als früher, denn früher immer mit diesen scheiß Forderungen.
Das hat mich halt schon genervt, weil die halt ständig irgendwas wollten, was du nicht hattest. Und wenn doch, dann haben sie dich irgendwann halt einfach genervt. Boah, ich brauche so viel Rinder. Im Sommer ist der Rinderhandel unglaublich lukrativ. Ach, das wird schon wieder klappen irgendwann. Hier. Kaufen. Alkohol. Gleich nochmal welchen. Verkaufen. Gutes Holz. Noch mehr Holz. Oh, danke. Verkaufen. Gutes Holz. Noch mehr Holz. Jetzt wär ich pleite gegangen. Wenn es nicht diese Sperre gäbe, die verhindert, dass ich über 5000 ins Minus gehe. Fleisch steigt, super. War doch gerade zwei Rinder, die könnte ich... Nein! Oh, ich wollte die zwei hier haben, egal. Ein Tag für 500. Ja, 500 ist nicht schlecht. Habe ich ja mittlerweile Leder irgendwie übrig? Nicht wirklich. Aber Kleidung. Ja, wenn mal alles am Backen ist. Oh! Die verschwinden einfach alle. Spiel stürzt ab. Ich glaube tatsächlich gerade, das Spiel ist abgestürzt. Tja, das ist wohl ein Zeichen. Ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel vom Spiel gesehen. Ja, meine Aufnahme ist... Wir haben jetzt so viel vom Spiel gesehen, dann würde ich einfach mal sagen, das war Let's Play Depraved. Ich werde das Spiel jetzt erstmal wieder ruhen lassen, bis wir wieder viel mehr neuen Content haben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal irgendwann zu diesem Spiel. Bye, Leute!